Ja, mein Name ist Matthias Körner. Ich bin Kirchenmusiker in der Gemeinde St. Wilhelm mit den Standorten St. Wilhelm und St. Maximilian Kolbe. Und wir befinden uns gerade in der Pfarrkirche St. Wilhelm auf der Orgelempore. Im Hintergrund die schöne Orgel der Firma Eisenbart. Und ich möchte jetzt ein paar Sätze sagen zur Kirchenmusik und auch zur Orgel. Wenn wir heute die Orgel so selbstverständlich mit der Liturgie in Verbindung bringen, müssen wir uns bewusst sein, dass das keineswegs von alters her so war. Das erste Jahrtausend ist durchaus ohne Musikinstrumente ausgekommen. Die Musik, das war der gregorianische Choral. Und auch nur die Vokalmusik war in der Kirche geduldet. Die Orgel gab es schon länger. Schon im alten Ägypten wurde sie erfunden, aber sie geriet mit der Zeit im Abendland in Vergessenheit und erst im 8. Jahrhundert tauchten erste Spuren der Orgel auf, zunächst am kaiserlichen Hofe zur Begleitung der Zeremonien. Aber schon bald hielt die Orgel Einzug in die Liturgie. Sie wurde eingesetzt zu festlichen Einzügen, zu Prozessionen, zur Begleitung von Wechselgesängen, zum Beispiel im Vortrag der Psalmen und auch zur Begleitung von Liedern bzw. Gesängen. Das Kirchenlied ist erst entstanden mit den Reformen Martin Luthers und hier fand nun die Orgel in Form der Liedsbegleitung Platz in der Liturgie. Die Kunst der Organisten bestand nun in der Ausdeutung der Choräle und in den längeren Choralvorspielen, in den Zwischenspielen, zwischen den Strophen, ja sogar während der Strophen, weil dort im Allgemeinen sehr langsam und breit gesungen wurde, intonierte die Orgel und es entwickelte sich die Kunst der Improvisation. Die Musik, die aus dieser Zeit bekannt ist, die komponierte Musik, diente mehr Unterrichtszwecken, als dass sie in der Liturgie gespielt wurde. Ja, es war sogar verpönt, bei Orgelwettbewerben Kompositionen, fertige Kompositionen zu spielen. Musik, das war improvisierte Musik. Die Orgel trat ihren Siegeszug an und fand bald Eingang bis in die kleinsten Dorfkirchen. Und das entwickelte sich zu einem Problem, denn es gab nicht so viele versierte Spieler, wie es Orgeln gab, und so entwickelte sich mit der Zeit es so, dass jeder, der irgendwie meinte, etwas verstanden haben von Orgelmusik, spielte dort in den Kirchen und die Orgelmusik geriet in Verruf, weil es einfach nicht mehr schön anzuhören war. Großartige Musik wurde in den Städten gemacht, wo es große Kirchen gab, wo es Gemeinden gab, die sich eben einen Musiker leisten konnten, einen ausgebildeten Musiker. Und so sind uns ja viele Namen überliefert. Für das konzertante Spiel bot die Orgel noch gar keine Gelegenheit. Das gab es noch nicht. Höchstens eine Ausnahme bildeten so etwas wie die Lübecker Musiken in der Marienkirche. Das war aber eine Veranstaltung von Kaufleuten, die die Zeit, bis die Börse begonnen hat, dort in der Kirche verweilten und gemeinsam Musik hörten. Oder aber Orgelmusik wurde gespielt zu besonderen Anlässen, zum Beispiel Orgelabnahmen. Das ist zum Beispiel von Johann Sebastian Bach überliefert, bis dahin, dass er sogar Werke, denken wir mal an die Toccata C-Dur, Toccata Adagio Fuge, dass da Werke komponiert wurden, eigens zur Abnahme einer Orgel. Und auch Organistenwettbewerbe sind uns überliefert. Erst im 19. Jahrhundert begann die Orgel ihren Siegeszug in die Konzertsäle aufzunehmen und es wurden mit der Zeit immer größere Instrumente gebaut, bis etwa in der Breslauer Jahrhunderthalle eine Orgel mit über 200 Registern auf 5 Manualen entstanden ist. Max Reger zum Beispiel hat diese Orgel gespielt. Im 20. Jahrhundert haben viele Päpste der Orgel den Vorrang vor allen Instrumenten eingeräumt, sofern die Musik, die geboten wurde, für den liturgischen Gebrauch komponiert war. Das Zweite Vatikanische Konzil
hat zwar dem gregorianischen Choral immer noch den ersten Platz in der Kirchenmusik eingeräumt und gibt ihm den Vorrang, bezeichnet die Orgel aber als das traditionelle Musikinstrument der lateinischen Liturgie. Im Dezember 1979 nun wurde in St. Wilhelm die neue Orgel eingeweiht. Als großer Freund der Kirchenmusik sorgte der Pfarrer der Gemeinde, Dekan Horst Bien, er ist im Jahr 2013 verstorben, in Zusammenarbeit mit dem Orgelbausachverständigen Eckhard von Garnier für die Errichtung dieser großen Orgel. Die Musik sollte in der Liturgie Akzente setzen, sie bereichern zum Lobe Gottes und zur Freude der Gemeinde. Die Passauer Orgelbaufirma Eisenbart wurde mit dem Bau beauftragt und hat ein hervorragend gearbeitetes und überaus klangschönes und wertvolles Instrument geschaffen. Seit über 40 Jahren nun erfreut die Orgel die Gemeinde in der Liturgie und im Konzertantenspiel. In der Liedbegleitung beseelt die Orgel den Gemeindegesang durch jubelnde oder hintergründige Klänge, deutet ihn aus und charakterisiert ihn. Sie verleiht Hochfesten einen freudigen Charakter und findet eine zurückhaltende Sprache in liturgisch stilleren Zeiten wie jetzt, zum Beispiel in der österlichen Bußzeit. Mit ihren 33 Registern und den bis zum C4 ausgebauten Manualen bietet sie dem Spieler eine schier unerschöpfliche Klangvielfalt. Als gute Spielhilfen haben sich ein Koppelmanual, 4 freie Kombinationen, der Tutti-Knopf und eine freie Pedalkombination erwiesen. Die leichtgängige, vollmechanische Traktur ermöglicht ein leichtes, leichtgängiges und präzises Spiel. Beide Teilwerke, Schwellwerk und Hauptwerk, fußen auf einem 16-Fuß-Register, was auch ungewöhnliche Klangkombinationen im oktavierten Cantus Firmus-Spiel ermöglicht. 7 Zungenstimmen in allen Teilwerken und gemischte Stimmen ebenfalls in allen Teilwerken verleihen ihr Gravität und Strahlkraft. Auf dieser Orgel lassen sich alle Stilrichtungen der Orgelliteratur von den alten Meistern bis zur Moderne hin darstellen. Möge dieses Instrument noch vielen Generationen Freude und Trost geben.